Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer, zur nächsten Episode von Chaos Gate Demon Hunters. Und zwar sind wir unterwegs mit unserem Raumschiff, der, wie auch immer sie heißt, mit Großmaster Vardan Kai hier und Inquisitor Vakir, die wohl sich hier genau beim Libris rumhängt, und unserer Lunte oder Lunette, eine Tech-Priesterin, die unser Schiff überwacht. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, die Nörgel-Korruption irgendwie zu verhindern. Wir bleiben mal hier in dieser Gegend. Oh, wir haben wieder ein Projekt abgeschlossen. Ihr wisst ja, XCOM. Übrigens, wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen hoch, Kommentare da lassen. Und mir gerne auch einen kleinen Tipp geben. Den Hamster spielt ja immer blind. Also fast immer. Manchmal gucke ich mir ein paar Tutorials an. Schiffsprojekt abgeschlossen. Beschleunigter Bau 1. Ich vertraue darauf, dass das unter uns bleibt. Um unsere Bemühungen zum Wiederaufbau zu beschleunigen, muss ich von den Adeptus Mechanicus-Verfahren abweichen und improvisieren. Meine Kollegen würden mich wohl größtenteils meiden, wenn sie von dieser Abweichung Wind bekämen. Doch selbst Maschinenseher lernen bereits auf ihrer ersten Tour nach situationsunabhängigen Lösungen zu suchen, ohne dadurch die Vorschriften des Omnisia zu verletzen. Plus 50% Baugeschwindigkeit, Leute. Das ist eine Menge Baugeschwindigkeit extra. Die wollte ich unbedingt haben. Ich bin mal gespannt, wann uns die Rumpf- und die Geschützbatterien irgendetwas bringen. Aber ich denke mal, fürs Erste bleiben wir mal dabei. Was brauchen wir? Wir brauchen vielleicht beste Reaktorleistung 3, aber dazu brauchen wir mehr Servitoren. Hier brauchen wir auch Servitoren. Servitoren, Exterminatus haben wir noch nicht. Rumpf vollständig repariert können wir nicht machen. Also, beziehungsweise ja, weil das Schiff nicht beschädigt ist. Was haben wir noch? Da können wir nichts machen. Alle 5 Tage einen Servitor erhalten. Anstatt alle 10 Tage einen Servitor zu erhalten, ist, glaube ich, eine gute Sache. Dauert auch nur 10 Tage, ist also fast nichts. Was hätten wir noch? Verbesserte Augmentik. Die chirurgische Abteilung war das Herzstück. Ist aber stets der Schlüssel dazu, komplizierte Verletzungen zeitnah zu beheben. Ersatzaugmentationen und Wundheilgeschwindigkeit wäre auch gar nicht mal schlecht. Das dauert nämlich alles extrem lange. Machen wir doch mal das. Verbesserte Augmentik. Das dauert alles momentan extrem lang, bis überhaupt irgendwas passiert. Soweit, so gut. Nörgelkorruption gibt es hier in 1, 2, 3 Systemen momentan. Der Rest ist relativ frei. Das heißt, ich glaube, ich springe mal hier direkt in die Mitte rein und warte ein bisschen, bis wieder was passiert. Unser nächstes Forschungsprojekt. Fortschrittlicher Zugriff auf Saat. Ich habe Domina Lunte konsultiert, um die Saatausbeute bei unseren Operationen zu maximieren. Sie war davon überzeugt, dass sie verbessert werden kann und hat einen Vorrat an geweihten Servoschädeln mit Extraktionswerkzeugen modifiziert. Ah, dies ist eine ungewöhnliche Geste für Adeptus Mechanicus, wo solche Innovationen normalerweise verpönt sind. Aber Tech-Priesterin ist auf ihre eigene Art und Weise sehr entschlossen. Ja, sehr gut. Endlich haben wir die Saatextraktions-Servoschädel. Damit können wir nämlich direkt zu irgendwelchen Saatträgern fliegen und die abgreifen, was sehr, sehr gut ist. Was haben wir noch? Plus ein WP-Willenspunkt auf Warpwogen ist nicht schlecht. Wir haben 23 Saaten, also eine ganze Menge. Alle sichtbaren Gegner verursacht bewegungsunfähig für einen Zug. Alle, okay, ich meine, die Sachen hier links sind jetzt echt nicht so mega nützlich, habe ich das Gefühl, obwohl alle heilen ist nicht schlecht, aber das dauert alles so lange. Nehmen wir lieber, hier gehen wir lieber auf den nächsten Level ab, hier die Quelle der Blüte, damit die Hauptmission weitergeht. Bisher war es ja alles noch nicht so tragisch, aber es könnte natürlich richtig hier uns in den Hintern beißen. So, wir haben neue Probleme entdeckt. Und zwar direkt überall neben uns. Hier haben wir 10 Tage übrig, da haben wir 11 Tage übrig und hier haben wir 13 Tage übrig. Okay, wie gehen wir da am besten vor? Wenn wir hier hingehen, haben wir den verloren. Wenn wir da hingehen, müsste es eigentlich klappen. Ein Flug nach rechts und dann hier nach links, dann müssten wir eigentlich alle kriegen. Was kriegen wir hier? Ein Grimoire und ansonsten nicht viel mehr. Was ist da? Verderbnisstufe, bla bla bla, sei es drum. Einfach hin da. Kann ja eigentlich nicht viel passieren. Wundheilpunkte, einige unserer Marines, denen wird es langsam aber sicher besser gehen. Schiffsprojekt abgeschlossen, chirurgische Abteilung, ja endlich!
Okay, die chirurgische Abteilung kann ab sofort fortschrittliche rehabilitative Behandlung anbieten. In ihren gesegneten Silberklingen sind die reinsten Lobgesänge implementiert, die im Orden bekannt sind. Sie gebieten jeder noch so klein und zu verderbt ist bei Berührung Einhalt und Reform des Protokolls, dass wir wachsam bleiben. Kein Rainer ist jemals der Verderbnis zum Opfer gefallen und die Edikt des Unheils wird nicht der erste Schauplatz der ersten Katastrophe dieser Art sein. So ist es. So ist es. Okay, was wollen wir als nächstes haben? Ein weiteres Prognostikario ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht. Oder plus 50% Wundheilgeschwindigkeit. Wäre auch nicht übel, weil unsere Leute sind eigentlich die ganze Zeit halb kaputt. Mehr Servitoren würden wir in 10 Tagen haben. Auch nicht schlecht. Ein Prognostikarius mehr. Auch nicht schlecht. Das nehmen wir. Plus 50% Erfahrungspunkte. Glaube ich auch gut. Dauert nur 10 Tage. Glaube ich, nehmen wir mal endlich den hier. Damit wir mal ein bisschen schneller leveln. Dauert mir bisher alles viel zu lange. So, und jetzt hängen wir hier rum. Willkommen! Ich glaube, es ist gerade ein bisschen laut. Vielleicht sollte ich die Soundeffekte ein bisschen leiser machen. Wo haben wir das? Allgemein. Soundeffekt-Lautstärke ist eigentlich schon nicht so laut, aber wenn man, auch Videos aufnimmt, ist das meist manchmal schon ein bisschen kräftig, heftig. Gut, Chaos erkannt, Gefahrenstufe niedrig, alle Träger der Saat eliminieren, plus 2 Missionen ohne kritischen Verwundungen gewinnen, sollte eigentlich kein Problem sein. Let's go, go, go! Go, go, go. Wir haben Gefechtsoptionen, quick lebendig und alle Ritter teleportieren. Wir haben unsere Community-Truppe, Darksider Dalmar. Ist unser Purgator. Haben wir noch einen anderen geilen Purgator? Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, dass Wrackers Sohn noch einen Marine mit Hammer oder Axt bekommen soll. Das ist nicht vergessen. Haben wir noch einen nicht verletzten Purgator? Die Antwort lautet nein. Gut, dann nehmen wir wieder, obwohl. Ja, Darksider da von mir Dalma! aus. Ich glaube, den müssen wir jetzt auch erstmal nicht ändern. Es sei denn, Moment. Kriegsausrüstung, Servoschädel. Wir hätten jetzt den Extraktor Servoschädel. Den nehmen wir. Dann können wir nämlich nochmal jemanden extrahieren, was sehr, sehr gut ist. Betroffenes Ziel, was? Nein, okay, jetzt brauchen wir nicht. So, das wäre dann er hier. Ich weiß sowieso nicht, was wir hier für besondere anderen Eigenschaften haben. Mick Grauser, unser mega geiler Interceptor, wird einfach immer und immer krasser, um ehrlich zu sein. Das ist eigentlich. Der kann schon ganze gegnerische Squads fast alleine vernichten. Er könnte nur ein bisschen geilere Waffen haben, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir noch irgendeine andere bessere Waffe. Der kann unter. Vielleicht wäre auch eine Hellebarde nicht schlecht. Aber nee. Das passt schon. Passt schon. Obwohl, Moment mal, was ist das? Der kann Explosionsschaden machen mit seiner Waffe. Wo war das? Oder der Dämonenhammer? Ja, komm, was soll's. Leute, ich mache jetzt auch weiter, oder? Ein plus 2 Crit-Schaden bei seinen Nahkampfangriffen ist natürlich auch nicht übel. Aber falls er sich in eine schwierige po Position bewegt, will ich ihn lieber da auf ihn warten. Mischnix, unser Justiker. Haben wir noch einen anderen? Mr. JP hat noch ein bisschen mehr Level. Ich glaube, wir nehmen lieber ihn erstmal mit, weil er noch. Obwohl. Naja, komm, wir nehmen Mischnix mit. Das wird schon passen. Evil Bacon, Edion passt auch. Die nehmen wir jetzt alle so mit. Ich lasse jetzt Skills einfach alle gleich. Ich habe eh keine Ahnung. Ich denke mal, erst in langer, langer Zukunft lohnt sich's wieder. Wahrscheinlich, wenn die nächste Story-Mission wirklich stattgefunden hat, dass wir unsere Marines mal total überarbeiten, was Waffen und Ausrüstung angeht. So einen Riesenunterschied hat das eh noch nicht gemacht. Also, ne. Was soll's?
Oder ich sollte mal in Richtung erhöhte Betäubung gehen, um Crit-Schaden, also um mehr Action-Points zu kriegen. Aber überlegen wir uns dann später. Jetzt machen wir offline. Why is it we detect these seeds so often in the ruins of our great ecclesiarchy? It is the plague lord mocking us, purifier. He mocks the edifice of our imperium. This bloom is only one of countless jibes. We will undo every one of his jests, brothers. The seeds lay ahead. Extract or destroy them. Gut. Also, nochmal eine Standardmission. Machen wir natürlich gerne. Und ich hoffe, ihr seid auch gerne mit dabei. Du bist auch gerne mit dabei. Während wir die Anbeter des Nörgel zerschmettern. Hier. Wo, wir haben drei Saatträger. Eins, zwei, drei. Okay, keine kritischen Verletzungen. Alles ziemlich easy zu erledigen, meiner Meinung nach. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wären da irgendwie groß Gegner zu sehen in der näheren Umgebung, aber seien wir trotzdem nicht zu unvorsichtig beim Vorwärtsgehen. What is your will? Könnten wir mit dem 3D-Drucker auch eigene Draenites machen? Also nicht ich, aber ein Freund von mir mit 3D-Drucker. Aber dann muss ich die 3D-Modelle selbst irgendwie bauen. Standing ready. Und es ist nicht meins. Alles sein, ihr wollt es sehen, wie ich das mal mache. Dann setzen wir uns vielleicht mal eine Stunde zusammen und machen Draenite-Modelle, die wir dann im Anschluss ausdrucken. Am 3D-Drucker. Und dann bemalen. Falls ihr es cool finden würdet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Saarträger vor der Türe. Sie gehen hier nach links. Moment mal, die Karte kommt mir bekannt vor. Hier. Ich glaube, die hatten wir schon mal. Okay, jetzt fangen sie leider an, sich zu wiederholen. I am here to serve. Was mir ein kleines bisschen fehlt im Spiel, ist, ich habe das Gefühl, die Marines, die man hat, yes, Commander. Sie könnten ein bisschen mehr Persönlichkeit vertragen. Ich meine, man kann yes. ihnen zwar besondere Rüstung geben, aber gerade wenn man hier so spielt, wird man nicht so richtig daran erinnert, dass sie unterschiedlich sind. Das war bei XCOM meiner Meinung nach noch ein bisschen schöner, weil man ja bei XCOM auch seine Krieger mit unterschiedlichen Farben ausstatten konnte. Und das scheint auf den ersten Blick schon ein kleines bisschen trivial, aber es war in der Hinsicht schon cool, weil du genau wusstest, ach, das ist ja, mein einer Yogi, der andere und so weiter. Und hier sehen sie halt irgendwie alle gleich aus. Klar, man kann sie im Detail extrem schmücken, aber so richtig sieht man das ja nicht. Finde ich jedenfalls. Jetzt können wir direkt hier durchgehen, oder? Ah, probieren wir es mal. Ab durch die Türe. Das ist immer noch cool. Oh nein. Wow. Gods, watch over me. Gods, watch over me. Foul intruders. Okay. They will not prevail. So habe ich mir das nicht vorgestellt. I see the foe. Richtig viele Feinde gleichzeitig. Okay. Den müssen wir auf jeden Fall vernichten, diesen stinkenden Pestwerfer. Der macht 5 Schaden pro Schuss. Kann richtig fies sein. Den müssen wir vernichten. Aber hier sind ansonsten auch keine wirklich guten Unterstützungseinheiten. Deswegen soll das eigentlich machbar sein. Ja, das machen wir. Die Typen hier, die können uns erstmal nichts anhaben. Die sind zu weit weg. Wir könnten sie mit Zionischen Segen
Erlange bei Nahkampfangriff für 2 Züge plus 2 Crit-Schaden und plus 2 Bewegungsgeschwindigkeit. Das könnten wir doch machen. Das geben, aber es kostet mich 2 Willenskraft. Das ist schon eine ganze Menge. Brauchen wir das momentan? Ich glaube fast nicht, oder? 1, 2. Hier können wir den Teleporterschlag draufhauen. 1. Das geht nicht, der ist zu weit weg anscheinend. Aber Teleporterschlag geht doch eigentlich immer. Hauen wir die 2 kaputt und schlagen ihn dann fertig. Schlagen ihn dann auf die Schnauze. Damit können wir noch mehr Schaden machen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Okay. So viel dazu. Wir gehen erstmal hier nach hinten, verstecken uns in der Seite. Damit wir nicht von links angegriffen werden. Ich denke, das passt soweit. Wir können hier noch ein kleines bisschen nach vorne. Yes, sir. Und wir müssten nah genug dran sein, um Supports durchzuführen. Die Ehre dem Orden brauchen wir erstmal noch nicht. Ein paar Schritte nach vorne. Hier haben wir noch 2 Action Points. Das reicht uns, glaube ich. Oder wir können sogar hier in den Nahkampf gehen und den einmal kaputt schießen. Oder wir gehen hier hin und schießen mal auf dieses große Ungetüm. Machen wir mal. With haste. Psybold verursacht Bluten. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben jetzt sowieso 3 Salven simultan. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Sehr schön. Und wenn wir nochmal eine auf ihn draufhauen, dann ist er, glaube ich, ziemlich vernichtet. Reichweitenmäßig müssen wir aber noch ein kleines bisschen weiter ran, um noch eine weitere Salve abfeuern zu können. Hierhin zum Beispiel. Ich hoffe, es reicht noch. Es müsste ihn eigentlich erledigen. Jetzt, wo er keine Rüstung mehr hat. Oh. No demon shall avoid its fate. Your command? Eins. See them fall, brothers. Okay, die könnten jetzt durch die Türe gehen. Und ein Marine, der direkt vor der Nase steht, schießen. Was nicht so schön wäre. Ich könnte dem eine Saat aus dem Körper ziehen. Kann ich das unendlich häufig benutzen? Ich weiß es nicht. Kann ich auf den schießen? Nee. So weit weg. Ja, okay, komm. Ein Nahkampfangriff. Dann ist der erledigt. Wir probieren mal die Saatenextraktion hier an dem. Geht das? Nee. Ich kann ihn nicht sehen, deswegen funktioniert es nicht. Ja, und dann gehen wir mal hier hin. Und aktivieren unser Aegis-Schild. Was anderes geht ja gerade nicht. Oder können wir noch schießen? Ja, wir könnten schießen, aber lohnt sich gerade nicht. Ja, die Schreihälse. Der ist ganz schön flott. Overwatch. Loading grenade. soweit erstmal so gut. Ich könnte auf den schießen, aber dann. Oh, wow. Oh, das ist eine schöne Salve. Wir hauen eine ganze Menge von denen simultan kaputt, aber ich kriege dann nicht die... die Blüte hier. Was ein bisschen schade ist. Das heißt, wir könnten uns rein teleportieren. Habe ich hier noch nicht hier noch irgendwo so eine Extraktionsfähigkeit? Ich dachte schon. Okay, wir können einmal nach vorne gehen, dem ein bisschen Schaden verursachen. Gehen wir mal nach da. Da hängt ja auch noch einer rum. Okay,
Okay, ein Schritt zur Seite. Können wir zwei Typen verbrennen. Aber ist jetzt auch nicht so mega geil. At your service. Hm. Unleash me. Wir können eine Granate werfen. Das geht immer. Drei Treffen und ist immerhin das Overwatch weg. Und dann mit dem kritischen Schaden reinspringen. Ja, komm, was soll's. Was habe ich gerade noch total unnötig? Yes, Commander. Total unnötig momentan. Also springen wir rein mit Teleporterschlag. You have been so viel dazu. Dann schießen wir auf den Rest der Typen, die hier rumhängen. Vor allem der, der hier noch in Overwatch runterhängt, rumhängt. Ein Supporting Fire, dankeschön. McGrouser kriegt einfach alle XP. Das ist unglaublich. Kriegen einfach alle. Destroyed, Commander. So, das wäre das. Jetzt können wir mit McGrouser hier reingehen und einen garantiert kritischen Schaden raushauen. Taking position. Um die Saat zu schnappen. Danke. I've claimed a seed. Und den können wir dann jetzt noch im Nahkampf vernichten. Ja, dummerweise hängt da jetzt noch. Ist das noch so ein Explodierer? Nee, ist ein Soldat mit Granate. Okay. Ja, den sollten wir dann noch. Glaube ich, wenn es geht, auch mal im Nahkampf zerschmettern. Sieht recht gut aus. Kommt dann zwar gleich eine Warpwoge. Aber ist eigentlich fast egal. Hauptsache, der ganze Haufen geht kaputt. So, dann braucht Mischnix nur ein paar XP. Eindeutig. Ich glaube, er kann es im Nahkampf machen. Viel Spaß. Wir nehmen diese Psy-Hillebarde nicht zum Spaß mit. So, das wäre der erste. Da hinten hängen noch die anderen zwei rum. Na gut, noch ein bisschen Weg, den wir vor uns haben. Advancing. Ist da noch einer? Ne, die sind nicht, hab ich alle weg. What is your ja, meine Action Points haben your sich orders. Erholt. Zum Glück kann man mit einem doppelt einfachen Klick sich bewegen. Bei Blood Bowl 3, was wir jetzt auch in der Beta ausprobiert haben, ist das manchmal noch ein bisschen verbuggt. Und manchmal muss man die Space-Taste drücken, bis man weiterkommt. Das ist ein bisschen ungeschickt. Oh. Evil Bacon hängt da hinten noch rum. Yes, sir. Kommt, bewegt euch. I am with you. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass unser ganzes Team so halbwegs zusammensteht. Können wir beide Saatträger zusammen kaputt machen? Das wäre natürlich besonders praktisch. Plus eine Verstärkung. Was bedeutet die Verstärkung? Hier. Mir. Da ist unser Gegner. Yes. Mit ein bisschen Pech aktivieren wir beide gleichzeitig. Was nicht so gut wäre, aber könnte schlimmer sein. Your command? Klappt ja halbwegs. Standing ready. It will be done. Yes, Commander. Okay, ab in den geschützten Bereich hier. Können wir sie sehen? Noch nicht ganz. Eine Hauchentfernung fehlt uns noch. I am here to serve. At your service.
Your orders. Na dann. Oh, was ist das für ein Ding? Das ist auch mal eine Saat. Ah, läutere den Blütenwuchs, um eine Saat zu extrahieren. Sehr schön. Das machen wir nachher. Und vielleicht schon jetzt. Wenn wir da hinkommen. Schaden kann's nicht. Und wer hat uns gesehen? Oder wir haben gesehen. Aber es ist nur ein ganz mini Nix-Könner-Trupp. Kein Problem. Your command? Steht auch direkt neben diesem explodierenden Teil. What is your will? Das ist richtig schön auf die Fresse gekonnt. Na dann. Tja. Hold strong! Keep your faith! What is your will? Können wir hier direkt reinlaufen? Und sie im Nahkampf zerlegen. Die Antwort lautet ja, wir können. Genug weitere Munition haben wir ja noch. Okay, den müssen wir zuerst erledigen. Wir könnten auch noch schießen, aber ich glaube, schießen ist nicht ganz so effektiv. Und was mit dem? Stehen wir auch neben dem anderen Typen? Komm, ab. Über Randy. See them fall, brothers! I am here to serve. At your service. Da können wir noch schießen. Zuerst lassen wir mit Krauser hineinspringen. Mit einem Mal teleportieren, hier rüberspringen. Dann können wir die Saat extrahieren. So, extra Action Point. Herzlichen Dank. Das ist ja 50%ige Wahrscheinlichkeit, extra Action Points zu bekommen für solche Aktionen. Und Evil Bacon darf, glaube ich, auch nochmal ein bisschen XP absahnen. Wäre schade, wenn... Oh, wieder eine halbe Stunde dabei. Wenn der nichts abbekommen würde. Das wäre doch wirklich tragisch. Komm, du darfst auch ein. Zum Glück gibt's kein Friendly Fire. I am the Emperor's Fury, Dalmar. Standing ready. Können wir auch andersrum schießen. Your command? Naja, passt schon. Passt schon. I am with you. Warum habe ich eigentlich nicht einen Trupp, der nur aus diesen... Wie heißt eine Justica oder so? Sturm-Terminatoren. Besteht. Das sind doch mit Abstand die besten. Den Rest kannst du doch voll in die... Naja, nicht unbedingt in die Tonne kloppen, aber... Du hast 5-mal Unterstützungsfeuer. Ich meine, besser wird's nicht. Meiner Meinung nach. Gibt's noch mehr Saat? Ja, hab ich mal bestimmt. Aber ist mal egal. At once. Jetzt ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine Mission habe, deren Karte ich bereits kenne. Schade. Aber so ist das eben mit handgemachten Karten. Sind aufwendiger. Dafür auch interessanter, aber dafür gibt es natürlich auch nicht mehr so viele. My blade is yours. As ordered. Da hängen die Saatträger rum. What is your will? Yes. Noch können wir sie nicht sehen. Yes, sir. Aber das sollte sich ja bald ändern. Okay, also Justica sollte auf jeden Fall zuerst vor, wenn irgendwie möglich.
As ordered. Da ist er. Da ist er ja. Immer noch verrückt. Ich, dadurch, dass der Helm, den dieser Chaos-Anbeter hat, so... So irgendwie... Ja, wir probieren mal den Extractor-Servo-Schädel aus. Einfach so zum Spaß. Ich habe ihn bisher noch nicht. Zieh die Saat raus. That's all of them, Commander. However, I sense there are disturbances in the warp below. The tech priest will extract your brothers shortly. Do your best to keep them alive, will you? Okay. Es reicht, die Saat zu extrahieren. Mehr brauchen wir nicht. Und die Gegner, die jetzt kommen, wollen wir natürlich auch noch besiegen, wenn möglich. Ach, drei sogar. Ach, das waren die Verstärkungen, die angekündigt worden sind. Seed extracted. Okay, was machen wir als nächstes? Ich denke mal, wir können wieder mit Grouser einmal vorschicken, dass er alles umbringt. Your orders. Also Standard. Wir haben noch mehr als genug Action Points. Strike forth, brother. Jetzt hat er wie viel? Insgesamt 5. Und wir geben ihm noch mehr, weil... genau deswegen. Gib plus 2 Bewegungsreichweite plus 1 Nahkampf. Okay, nee, das, der hat ja noch gar nicht den Skill, mit dem man... Kann ich auch mich geben? Vielleicht will ich mit unserem Apotheker noch ein bisschen Damage raushauen, wenn es geht. Aber hier geht's gerade nicht. Okay, komm, dann darf er mal. Erstmal teleportieren. Und dann ein Teleporterschlag. Beziehungsweise ist jeder Nahkampfangriff dann besser? Ach komm, wir probieren das jetzt mal aus. This will steal your mind, brother. Mobgeschwindigkeit! Gratitude. Standing ready, Command! Mobgeschwindigkeit, Leute. Wir können uns auch da hinstellen, einmal in Deckung gehen. Und auf alles schießen, was hier rumläuft. Wir haben echt eine Menge Beweglichkeit. At once. Okay, für den Supporting Fire. Falls wir es brauchen. At your service. Migrouser springt schon mal rein. Er könnte den Teleporterschlag... Ne, er ist zu weit weg. Jetzt wir teleportieren erstmal einfach so. Hier sind ein bisschen mehr von den Yogis, deswegen springen wir einmal hier rein. Gliding through the warp. Ah, extra Action Point. Alles andere wäre ja auch tragisch und schade gewesen. Und ungerechtfertigt, nicht wahr? Ja, eindeutig. Kann Mischnix noch was machen? Stimmt. Einfach nur zum Spaß mit der Granate ein paar von denen weghauen. Damit sie in den Untergang fallen. Das wäre doch mal was. Komm. Rein damit. Genau. Gib das. Extra Action Points. Genauso stelle ich mir das vor. Oh, die Old Bacon kann mal in die andere Richtung. Oder? Ja. Können es noch ein bisschen weiter zurückziehen oder hierhin in Deckung gehen. Mal gucken, was unser Gegner eigentlich so macht. Yes, okay. Commander. What is your will? Gar. Ja, dann Zeit ein bisschen. Obwohl, wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil ansonsten habe ich nämlich kein Willpower mehr übrig. Deswegen hacken wir sie mal lieber so kaputt. No demon shall avoid its fate. Ist besser so. Moving now. For the golden throne. Okay, füllt nämlich unsere Willpower auf und das ist gut. Your command. Nochmal extra Kill. Ja, damit.
See them fall, brothers. Warum auch nicht? Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen XP aufteilen. Krieg noch Double Team, bisschen was. I am the Emperor's Fury. Okay, und dann gehen wir wieder zurück. Weil hier sind wir jetzt mal durch. Yes. Ja, ist einfach überall. Enemy reinforcements. Ja, die wollen wir auch noch erledigen, weil die geben uns ja alle XP, wenn wir sie kriegen. Und das klappt ja, wie wir gesehen haben. War das noch so ein Explosionstypi? Aber sollte kein Problem sein. Ups. Ein paar von den Nahkampf-Fuzzis. Ja, wir können mit etwas Glück sogar... Oh, Chaos Space Marine. What is your will? Wir kriegen sogar zwei von denen kaputt mit ihrem Chef vorne dran. I am here to serve. Ich habe noch zwei Züge, die ich überstehen muss. Sollen wir uns ein bisschen zurückziehen? Ich glaube, ist vielleicht in dieser Situation gar nicht so schlecht. Oder wir können ein 1, 2, 3, 4 Teleporterschlag machen. 1, 2, 3, 4 von denen erledigen. Wäre schon wieder verlockend, muss ich sagen. Es wäre wieder verlockend. Ehre dem Orden. Kriegen wir sie alle kaputt? Das ist schon sehr verlockend gerade, das so rauszuhauen. Machen wir erstmal ein bisschen so Damage. Show to the unworthy. Wir brauchen mal so ein bisschen mehr Erfahrungspunkte für unsere Yogis. Advancing. Das kann nicht alles nur unsere Nahkämpfer schnappen. Das wäre unfair. Wir können auch auf den Space Marine schießen. Und dann nachher mit etwas Hoffnung ein bisschen extra. I am his will. Nur einen extra Action Point raushauen. At once. Es sei denn, wir machen ihn auch run, so kaputt. Run! Hier. Was momentan ja schon ganz danach aussieht, als würde es passieren. What is your will? Kann Mischnix noch irgendjemanden beschießen? Ja, kann. Ich glaube, wir packen ihn mal in Überwachungsstellung. Lass mal unsere Gegner kommen. Es wird mal Zeit. Lass uns sie mal kommen und schauen, was passiert. Securing position. Your command? So, der ist schon ein bisschen betäubt, aber noch nicht ganz. Ein paar von den anderen können wir ebenfalls noch gut betäuben. Oder ganz vernichten. Munition haben wir auch noch ein bisschen, aber nicht mehr so mega viel. Aye, sir. Okay, komm, wir machen das jetzt einfach. It will be done. Supporting Feuer. Nein, kein Supporting Feuer. Überraschend nach, weil die Munition alle ist. Interessant. Jetzt kann ich hier eigentlich einmal nachladen und dann armed and nachladen. Ready. Wie viele Action Points haben wir noch? 2. Einmal schießen bzw. Aegis-Schild reinhauen. Oder noch auf jemanden schießen, den hier zum Beispiel. Der hat ja bald keinen Bock mehr. Und trotzdem noch Aegis-Schild reinhauen. Ja, lassen wir ihn ruhig mal schießen. Wir wissen, was passiert. Okay, Aegis-Schild. 5 extra Rüstung. So viele Gegner kommen gar nicht an mich ran. Um hier Ärger zu machen. Ja komm, lassen wir sie einfach kommen. Das wird schon passen. I am with you.
Teleporting Fire. Ja, und er ist tot. Nein, er lebt noch. Gerade so. Gerade so. Okay, dann haben wir jetzt noch unseren Apotheker, Evil Bacon. Mit dem können wir auch noch auf irgendjemanden schießen. Leider nicht auf den Space Marine. So richtig viel Schaden machen wir auch nicht. Na, ich meine, noch hier ist okay. Space Marine killen ist immer gut. Gibt bestimmt mehr XP. Vielleicht. Schöne Zeitloop-Animation. Ich hätte fast gerne noch ein paar mehr davon. Okay, soweit so gut. Dann Aegis Shield. Oder nochmal eine Granate. Nee. Aegis Shield. Dann heute wirklich defensiv unterwegs. Und Überwachung. On the hunt. Auch wenn wir dann irgendwie im Offenen rumstehen, anstatt in der Deckung, was ich ein bisschen komisch finde. Overwatch. Hat der eine höhere Reichweite mit Overwatch als ich? Eat this. Tatsächlich. Was ist das für eine Sauerei? Curses! Here's a good spot. Ist das ein guter Ort? Ich weiß es nicht. Es sieht, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht aus. Das war auch nicht sehr gut. Aber sowas wie geplant. Sehr viel Überwachung, oh meine Güte. Teleporterschlag wird alles zerreißen. Inklusive dem. Die Granate können wir auch noch werfen. Eine Menge XP für uns. Ich sehe sie momentan gar nicht mal mehr als Gefahr an. Autsch. Okay, das nervt. Das ist eine Menge Überwachung. Eat this! Come at me now! Das ist eine Menge Überwachung. Autsch. Das ist wirklich unglaublich viel Überwachung. Das ist fast schon ein Witz. Aber okay. Mia. Unleash me. I am here to serve. My blade is yours. Nun gut. Yes, Commander. Aber nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns einmal rein. Wir geben uns erstmal Ehre dem Orden. Zwei extra Action Points. Standing ready. Und wir können hier drei sind in Überwachungsstellung. Oh. Ich muss ja noch nachladen. Hups. Weapon rearmed. Mann, den da hinten einmal zerlegen wäre nicht schlecht. Können wir den treffen? Sieht gut aus. Und die zwei dann mit Granaten ausschalten? Taking position. Supporting Fire, dankeschön. Wir brauchen unbedingt diese XP, nicht wahr? Eindeutig. Dann haben wir jetzt hier eine hübsche Möglichkeit für eine Granate. Auch richtig viele gleichzeitig zu erwischen. Aber anscheinend werden wir schon getroffen, bevor wir die Granate werfen können. Das heißt, jetzt machen wir einmal unseren Teleporterschlag. Eine beliebige Anzahl von Zielen. Das sind wirklich eine ganze Menge Ziele, die wir treffen können. Wahrscheinlich können wir sogar noch mehr treffen, wenn wir es noch besser machen, aber ich glaube, das ist erstmal okay. Die kriegen wir alle, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 Stück. Und ein extra Action Point, weil. What is your will? Ist besser so. Okay, kriegen wir den irgendwie kaputt? Nicht so richtig, wir sind zu schwach. Ist dann schon ein kleines bisschen deprimierend. Explosion macht da auch nichts. Ja, okay, gehen wir mal hin und
hauen ihn wenigstens im Nahkampf kaputt. Ja! Oh. Der Overwatch war aktiv. Was für eine Sauerei. Ich kriege ihn im Nahkampf nicht kaputt. Naja. Das war nicht so schön. Nicht glücklich. Aber okay. It will be done. Wir sind zu weit weg, um noch auf irgendjemanden zu schießen von dort. Schade. Hier haben wir noch eine Salve. Können wir auf den schießen oder den hier hinten. Der ist sowieso gleich kaputt. Oder den da. Da haben wir noch ein bisschen Supporting Fire. Von Mick Grouser, klar. Von wem auch sonst. Und laufen noch von einem zum anderen, um alles umzubringen. Nicht wahr? 5 Action Points. Ist doch gar nicht übel. Also. 1. Ah, einer überlebt, glaube ich, wenn das so weitergeht. Aber ich denke, das können wir verkraften. At once. Eins. Enemy down. Noch 3 Action Points haben wir. Es müsste doch eigentlich noch gerade so reichen. See them fall, brothers. Na, das sieht down. Doch gut aus. Yes, sir. Ja, wir brauchen eindeutig noch mehr von diesen Nahkampfmördern. Die wir immer mitführen. Unendlich XP für alle. Eine Heilung für uns. Gratitude. Ja, aber das war's, oder? Keine Gegner mehr da. Chillen wir ein bisschen. Und unser aggressivster Marine hat gar keinen Schaden genommen. Nur ein bisschen, weil die Deckungsmechanik nicht so richtig gut funktioniert. Aber ansonsten alles gut. Minus 1 Max LP für die restliche Mission? Naja. Ist ja keiner mehr da, um uns zu ärgern oder Schaden zu machen. Daher, whatever. Sieg! Sieg. Mission Nummer 1. Die 2 weiteren kriegen wir auch noch hin. So, darf jemand einen TVED kriegen? Was haben wir? Wir haben 17 Requirierungen. Was ist das für ein Ding? Ein... Brauchen wir nicht. Dristans Klaue. Plus 1 Verwendung. Plus 75% Chance, keinen Schaden zu erleiden. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, die nehmen wir. Dieser Ritter erlangt plus 10% Konzentration. Ist okay, brauchen wir nicht. Salbe. Ja, brauchen wir auch nicht. Nehmen wir so, passt. Darksider Dharma leider. Immer noch verwundet. Ich glaube, er war vorher schon verwundet. Mick Grouser! Level up. Sehr gut. Was darf er haben? Ach ja, sein Unterstützungsfeuer soll mehr Schaden machen. Ja, das braucht er unbedingt. Braucht unbedingt noch viel mehr Damage, den er raushauen kann. Nehmen wir. Und wir geben ihm eine Willenskraft mehr. Beziehungsweise jetzt sogar plus 2. Gott, ist mir grau so gut. Okay, Evil Bacon. Auch TVED. Nächste Stufe. Sehr, sehr schön. Hier nach links. Das war leider irgendwie... Warp-Geschwindigkeit, Biomantik war irgendwie nicht so geil. Geht das vielleicht noch besser?
Erlangt bei Nahkampfangriffen für einen Zug plus 1 Betäuben. Plus 2 Betäuben pro Schlag. Prinzipiell nicht schlecht. Aber der Gegner ist ja sowieso meistens schon tot, bevor überhaupt irgendwas passiert. Daher... Vorteil hält einen weiteren Zug. Okay. Aber nur die Ausdauer Biomantik. Ja, ist nicht so toll. Was haben wir hier? Einen weiteren Kriegsausrüstungsslot für Servoschädel. Nehmen wir mal mit. Und die Biomantie-Fähigkeiten dieses Ritters zielen auf beliebige. Okay. Nicht schlecht. Und mehr Servoschädel-Munitionen. Mehr Heilung. Nahkampfangriff macht automatische Blütensammlung. Geißelung. Okay. Servoschädel plus eine Munition. Er ist halt ein Support-Charakter. Er ist einfach ein Support-Charakter und kann man nichts machen. Meine Heilung kann im richtigen Moment halt schon richtig, richtig gut sein. Machen wir das mal. Okay, Evil Bacon. Was? Geht's jetzt? Irgendwie hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Okay. Level up, Leute. Level up. Was passiert als nächstes? Was haben wir jetzt gerade bekommen? Noch ein besseres Schwert für den Nahkampf für Nick Grauser. Geben wir ihm es mal gleich sofort, bevor ich es vergesse. 75% Wahrscheinlichkeit zu parieren. Anstatt 50%. Noch besser. Ah, die sieht doch anders aus, sehe ich gerade. Viel cooler, das Teil. Sehr gut, sehr gut. Gut, was sonst noch? Sonst nix. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir Nurgle wieder besiegen.